Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Landwirtschaftssimulator 17 hier auf der wunderschönen Südhemmern. Mit von der Partie sind die beiden Teilzeitbekloppen. Einmal der Sven. Ja, moin! Ja, moin, Alter! Und einmal der Ranza. Servus. Was mit Leberwurst? Ja, ich hab Bock auf Leberwurst. Ja, guten Hunger. Ich hab keine hier. Ja, seid schuld. Leberwurst hätte ich hier. Bin ich jetzt blöd? Warum kriegt er mein Schneidwerk nicht an? Oh. Achso, ja, ich sollte vielleicht einmal die Geräteauswahl wechseln, Alter. 30 Weight. Nun, das ist voll angenehm so mit F1. Achso, ich dachte mit GPS. Ja, mit F1. Ich will GPS. So, ich habe jetzt übrigens. Ich brauche kein GPS. Auch die. Du brauchst keinen Honig. Du fährst hier im Zickzack, ey. Ich habe die Strohablage angemacht, ne? Also da kann auch einer mit dem Ladewagen gleich hier so ein bisschen Action machen. Ja, Mann. Ladewagen, Action. Du musst erstmal fertig sehen hier. Hauze. Raucherhusten, lässt grüßen. Außerdem sind wir keine Teilzeitbekloppten, sondern wir sind Vollzeitbekloppte. Ja, nächste Folge. Teilzeit. Nächste Folge seid ihr. Viel zu schlecht bezahlt. In der nächsten Folge seid ihr dann Vollzeit. Mit Zeitvertrag oder Festanstellung? Festeinstellung, bitte. Festeinstellung. Immer nur okay. Festeinstellung. Unkündbar und ja, am besten Verbeamtung noch, ne? Ah, ja. Aber wenn wir schon mal wünscht dir was sind, dann hätte ich gerne noch einen Fan. 10,50. Wir haben noch nicht im Lotto gewonnen. Oh Mann. Nee, echt schade. Ich bin hier gleich eine Reihe gefahren und mein Kornspeicher ist schon gleich zu 40% voll. Wahrscheinlich, bis manchmal ich da bin. Ich frage mich ja, warum ich eigentlich kein Lotto spiele. Ich habe so viel Glück im Leben teilweise, ne? Und zwar so eine Liebe. Ja, kein Glück in der Liebe, Glück im Spiel oder irgendwie war das doch so, ne? Oder ne, Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Aber umgekehrt geht's genauso. Dreh dich. Im Kreis. Ach, die Kackbäume hier, ey. Ja, die Maschine kannst du nicht mal richtig wenden. Wer tankt mich gleich ab? Keiner. Nice! Könnte auch nice! Dudes. Nein, hör auf. Kipp einfach auf den Boden. Nee. Sven spielt ja so gerne mit dem Frontlader rum. Der mag so lange Dinger. Das ist auch wieder ein guter Titel fürs Thumbnail. Sven mag lange Dinger. Füg einfach einen schmatten Balken ein. So einen langen schmatten Balken. Oh, ich habe eine Reihe vergessen. Oh, der Ranz hat gleich kein Körnermais-Saatgut mehr. Ja, ich hab schon gesagt, ich muss aufgefüllt werden. Das wird teuer, das wird teuer. Wenn du eh zum Hof kommst, kannst du mich einmal gerade abtanken. Gib einfach auf den Boden. Nee, dann verstecke ich das noch zwischen dem Stroh und dann findet das Sven gar nicht wieder. Du solltest ja nicht am Stroh abkippen. Was hast du denn für eine Arbeitsbreite? Weiß ich nicht, was das Ding hat. 7,60 Meter, glaube ich. Ach, du legst mir am Arsch. Nee, oder? Ich weiß es nicht. Guck mal gerade. Doch, 7,60 Meter. Aber der Sven, der kommt gleich auch zum Hof. Der ist ja fast fertig. Passt. Schön. Ich hatte nämlich schon 75% und bin gerade mal zwei Bahnen gefahren. Läuft. So, Sven ist fertig. Er fährt zum Hof. Kann er dich abtanken. Das ist gut. Kann er direkt neben dir dauernd herfahren eigentlich. Das könnte er auch. Ja Mann, da bin ich endlich mal im Video. Oh Junge, das war ein Jump hier. Entschuldigung, das muss schon mal sein. Jupp, ich bin leer. RIP. RIP. Sven will ins Video. Da kommt ein dicker Zensurbalken rüber. Es wird verpixelt. Aus Datenschutzgründen. Datenschutz?
Sonst muss das Video FSK 18 sein. Jo, muss es. So, ich mache jetzt hier Pause, ne? Ich fahre schon mal ein langes Rohr aus. Dieses Sven kommt immer zu den langen Dingern. Ja. Oh, ich bin gegen Baum gefahren. Tut mir leid. Und boah, vor. Ey, dieser scheiß PKW hier. Nicht mal schnell fahren können die. Ach ja. Baumrettungsdienst, ich bin gegen Baum gefahren. Rettungsdienst nicht erreichbar. Ja, Frontlader hat's geregelt. Das Problem ist, Sven, ich fahre in der Innenansicht. Ja, ich auch. Dann sehe ich dich aber im Video nicht, wenn du neben mir herfährst. Dann fahre ich vor dir her, ist mir doch egal. Nein, ich mach dann fahr dann in der Außenansicht. Hast du eigentlich auch die realistischen Rundumleuchten? Nö, ne? Dude, ich weiß nicht, ob wir die aktiviert haben. Was sind die du hast sie nicht aktiviert. Ich habe sie aktiviert in der Einstellung. Was sind denn die realistischen Rundumleuchten? Ja, also dann hast du halt realistische Rundumleuchten. Hä? Ja, was ist denn daran dann realistischer? Ja, alles. Die Umgebung leuchtet dann halt dann, wenn die Rundumleuchte da ist. Habe ich so oder so nicht aktiviert. Wie sonst immer. Habe ich so oder so aktiviert. Ich auch. Passt. Weg hier. So, wo stehen denn die Hang-Hang? Da stehen die Hang-Hang. Bei mir auch, ich hab mich gerade selbst abgetankt. Du warst ja noch nicht da. Ne, ich schieb Sven mal eben drum. Verdammt, hätte er klappen können. So, jetzt häng ich fest mit dem Frontlader. Hättest du mich jetzt umgekippt, ne? Was macht der Dude denn da schon wieder? Reichen die beiden klein, ja, ne? Ich hab doch hier schon, mein Trecker steht doch hier schon. Ach so, ich will aber mit meinem fahren. Ja, dann Kuppel um. Oh, da bin ich aufs Dach gefahren, geil. Na, komm ich da wohl wieder hin? Ist ein bisschen doof hier, ist der Bordcomputer direkt da unten, wo meine Schneide rechts aufhört, da sieht man so schlecht aus der Innenansicht. Und aussteigen. Oh, ich will nichts stehen lassen. Nein, ich will nichts stehen lassen. Boah, Alter! Was ist? Scheiß KI-Verkehr, ey. Jetzt fährst du ja quasi unsere Ernte kaputt, Sven, wenn du da jetzt an dem her dümpelst. Na, ich fahr jetzt mal hinter dir. So. So, sollte man vielleicht auch noch anmachen, ne? Die Mod. Ja, hab ich auch schon überlegt. So, ich nehme mal schon ein bisschen Strom mit, ne? Mit dem Wagen kannst du das aber nicht. Aber ich kann mal immer eine Schaufel tun, ey. Ach so, ja. Stimmt. Du und deine Schaufel, ne? Die sind auch große Freunde. Schaufel, okay, Schaufel. Ich hab auf die Schippe genommen. Ja. Wieder schöne Mäh-Action hier. Gab's ja schon lange nicht mehr in den Folgen. Sven, wie wär's, wenn du das hier machst und ich tank dich ab? Nein. Warum nicht? Du hast es stehen lassen. Echt? Scheiß, hab ich nie gesehen. Ja. Du bist auf der Seite, ist halt immer der Bordcomputer davor. Willst du nicht mähen? Willst du nicht? Nee, willst du nicht? Schade. Nein. 10 fährst du, ne? Ich fahr, ja, 9 bis 10, immer unterschiedlich. Spiel mit dem Tempomat einfach rum. Das hat er ja vor. Aber ernst ist immer so 10 km/h. Ja, mit 10 kann ich bei dir fahren. Fast schon. So, jetzt seht ihr auch einmal den Vollzeitbekloppen mit unendlich Vertrag. Hier auch mal rumfahren. Ja, da hupt er auch schon wie so ein Bekloppter. Du hältst, das, der Burner. Du hältst das Lenkrad aber auch schön fest, du. Warum? Na, guck dir das mal an.
Komische Finger hast du. Ganz schön lang. Wie so ein Alien. Ja, Entschuldigung. Ist doch ein Alien. So, jetzt müsstest du eigentlich einen Überladewagen haben, Sven. Dann lade ich das bei dir rein und du lädst es über in den Hänger von Ranzer. Dann wäre es doppelt gemoppelt. Aber das ist Quatsch. Das ist Quatsch, ja. Apropos Überladewagen. Ja, brauchen wir nicht. Beim Thema sind. Doch. Nee, habe ich noch nie, hab ich noch nie gebraucht. Ganz einfach, wenn wir irgendwann anfangen mit Silage und wir häckseln den Mais, nehmen wir einen Häcksler und wir können nicht immer alle daneben herfahren. Doch. An den Häcksler hinten einfach einen Überladewagen. Nee, doch, kannst du hinterherfahren. Das ging super. Also wir haben. Schiebt er das nach hinten? Wir haben mit zwei Leuten, also wir haben den Helfer, also das war quasi unsere dritte Person, haben wir auf Feld 43, das große Feld neben dir, haben wir mit Helfer, der Helfer hat es geerntet und wir sind mit zwei Joskins nebenher gefahren und haben uns prima perfekt abge... Ja, 40 ist das? Ja, dann ist Feld 40 das große auf jeden Fall neben dir, auf der anderen Seite von der Straße. Hm. Und das haben wir perfekt mit zwei Leuten abgeerntet. Und der Helfer ist eigentlich kaum stehen geblieben. Das haben wir immer hingekriegt. Sind hier hingefahren, abgekippt, wieder zurückgefahren, dann war der andere wieder voll. Das hat gut geklappt. Ja gut, aber wenn wir jetzt, ich sage jetzt mal ganz kurz, wenn wir mehrere Felder, dann haben mehrere, wo wir dann Mais drauf haben, hexen wollen. Sagen wir, wir haben jetzt drei Häcksler. Das sind drei Leute. Naja. Sollen wir mit drei Häcksler? Die können wir uns gar nicht leisten. Irgendwann haben wir das Geld. Na, aber guck mal, die Felder hier sind nicht so groß auf dieser Map. Ich glaube, Feld 40 Feld ist schon mit das. Nice. Ja, dann kannst du dir den Strohlan. Ja, mach ich auch. Aber erstmal bring ich den Scheiß wieder zurück. Wo steht denn der Strohwagen am Hof? In der. Ja, den hole ich gerade. Weil ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Was hat er gemacht? Ja, er hat die. Die Schaufel ausgekippt. Da, wo es hingehört, normalerweise. Ich habe jetzt aber auch gerade einen kleinen Fehler gemacht. Na okay, so schlimm ist er nicht. Ist noch gerade. Dim. Wird mir alles schön wieder YouTube hier sperren, die Musik. Aber egal. Da ich meine Videos ja nicht monetisiere, ist das kein Problem. Guck mal, jetzt geht schon wieder die Sonne unter. Dude, wir fahren in den Sonnenuntergang. Du scheiß PKW, bleib stehen, wenn ich dich überhole, du Lachwichser. Komm mal, ich bin hoch. Mein Mann, was eine Wortwahl hier, du. Ja und, wer hat gesagt, dass die Videos hier für Kinder sind? Ich. Kinder interessieren noch gar keinen. Das ist komisch. Ein bisschen. Wir wollen nur reife Frauen. Ich hab schon wieder meinen Tag Tornerei, Entschuldigung. Was machst denn du da, Sven? Ich probiere den Ladewagen. Ach, jetzt geht das. In die Richtung, okay. Was hast du da falsch gemacht? Wolltest du mit deinem Case fahren oder was? Ja. Ja, dann stell ich dir den ein, den Ladewagen. Und dann kannst du hier schön nochmal anfangen. Wo kommt die Seemaschine hin? Da, wo sie herkommt. Such dir eine Halle aus. Genau dahin. Nee, such dir irgendeine Halle aus. Sonst müllt das alles so zu. Problem. Da, wo ich den Grubber reingefahren habe. Wo hast du denn reingefahren? Warte. Genau da, wo du reinfährst. Genau da. So. Machst du mal dein Licht an. Wir haben 19.31 Uhr. So Sven, wenn du die Schaufel so hast, dann lädt er wahrscheinlich auch schon in die Schaufel rein, ne? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube schon. Kippst du nicht aus. Das sind 2000. Am besten dreh die Schaufel nach unten. Ach, willst du jetzt Stroh auffangen, oder was? Nein. Könntest du am Feldrand auch mal stehen bleiben?
Ja, ich hab's nicht immer dran gedacht. Aber ich hab's ja immer noch gerade weitergezogen. Naja. Ja, das eine hast du ja ausgekippt, du Eumel. Nein. Aber was machst du? Ich bin voll, Mensch. Ja, dann fahr ein bisschen zurück, so dass ich hier nicht ins Feld fahre. Wir haben doch eine Rasenmähermod, ne? Hier den Profi-Hopper, oder? Ja, den haben wir. Nein, haben wir nicht. Doch, die haben wir. Wollen wir uns den auch noch kaufen? Wofür? Nein. Dann sparen wir uns das Mähwerk. Das haben wir doch schon. Dann können wir das, dann brauchen wir das aber nicht. Doch. Das dauert ewig mit diesem Profi-Hopper-Ding. Und wenn wir irgendwann Kühe haben, dann brauchen wir das eh, weil wir mit dem kleinen Ding nicht so viel Gras machen können, wie wir brauchen. Ich werde mich da nochmal dran setzen voll, und die voll. Ein bisschen erhöhen an dem. Wo soll ich denn das jetzt hinbringen? Naja, ein bisschen kannst du zu den, weiß nicht, ob die Kühe was brauchen, muss mal gucken. Da in die Futtermischhalle und den Rest. Nee, aber doch nicht, den Rest ins Lager. Die brauchen Stroh, Gras und Silage. Achso, ja, dann kippst du ins Lager. Oder guck mal, ob du dir bei den Schweinen was auffüllen kannst, weil das war ja nicht ganz voll. Mit dem Zeug, was du da jetzt hast. Gut, Jungs, ich brauche eine Bombensensation. Ich muss die Folge beenden. Ja, Bombensensation. Sven ist schwanger. Okay, gut. Was? Mit dieser Bombensensation beenden wir die Folge für heute. Sven ist schwanger und steht auf lange Dinger. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.